Hallo und herzlich willkommen in diesem Let's Play Minecraft. So, wir bauen ja jetzt immer noch das Eisen ab, auch wenn wir schon sehr viel Eisen haben. Ja, also an Eisen sind wir wirklich sehr reich. In den ersten Folgen haben wir ja auch viel Eisen uns fleißig erfahren. Und ja, jetzt müssen wir aber erstmal sehen, dass wir was anderes machen und dann nicht wieder immer in den Höhlen hier landen, weil ich finde das eigentlich selbst immer sehr interessant, mit den Höhlen sie zu erforschen und so, aber es ist eben auch dann für andere langweilig. Ja, und jetzt müssen wir natürlich aufpassen wegen der Lava. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich baue hier erstmal ab wie eine Treppe. So. Das ist vielleicht das Beste. Muss ich nur aufpassen, dass hier nicht auch immer woanders Lava noch lang fließen kann. So. Ja, so ist es besser. Aber das blöde Granit. Die Lava würde ich, ja, die lasse ich erstmal. Weil die macht selber so viel Licht, dass wir gar keine Fackeln mehr brauchen. Und dadurch würde ich jetzt erstmal Fackeln noch sparen. Ne, dort oben war keine Höhle. Die hatte ich gegraben. Hier war unser Ausgang. Dort, ja. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder hoch. Und unser Schwert und unsere Eisenspitzhacke ist auch bald kaputt. Also so stabil ist das Zeug nun auch wieder nicht. Ja. Was soll man dazu sagen? Diamant wäre natürlich noch am besten, aber da müssen wir eben erstmal noch weiter runter, ein Stück jedenfalls, und ja, schon wieder in die Mine, das ist bestimmt ein bisschen langweilig, wobei ich aber dann auch nicht weiß, was man sonst noch hier machen soll, denn unseren Holzklotz, auch Haus genannt, ja, wüsste ich nicht, wie wir das noch schöner machen könnten. Ja. Und ich weiß ja auch nicht, irgendwie, vielleicht können wir auch noch ein anderes Haus bauen oder so. Dann brennt dort oben ein Zombie. Was ist das dort? Ach so. Ich habe das gerade nicht gesehen. Okay. Dass der Zombie da nicht, wenn er brennt, ins Wasser springt, das verstehe ich dann auch wieder nicht. Wenn ich schon im Wasser bin und ich, der hat mich gesehen, dass er dann noch, wenn er brennt, auch noch außen rumläuft und mich dann gerade noch ins Wasser springt, finde ich auch ein bisschen seltsam. Aber okay. Wenn die Zombies das alles wüssten, dann, ja, dann wären die auch viel schlauer und so und wir könnten sie nicht mehr töten. Und man könnte auch bestimmt keine Falle so leicht mehr bauen, weil sie dann nicht so schnell drauf reinfallen würden. Aber okay. So. Jetzt haben wir wieder einen Tintengeutel. Ja, stimmt, Lapis Lazuli haben wir auch und unsere Truhe ist voll. Okay. Erstmal das Eisen wieder reingehauen. Ja, Redstone ist auch kein Feuerstein. Brauchen wir unbedingt einen Feuerstein?
Haben wir schon ein Feuerzeug? Nee, ne? Dann machen wir uns mal schnell ein Feuerzeug. Falsch. So. Zack. Wenn ich manches Zeug übersehe oder so, was ich schon hab, dann, ja, dann habe ich es eben schon, habe ich es eben zweimal, ist nicht so schlimm, aber ja. So, was wollte ich jetzt? Ach so, Redstone wollte ich reinnehmen. So, na gut, eine Kartoffel, das nützt auch nichts. Wenn ich hier mal das Eisen kurz und die Kartoffel kurz rein tue. Ach, das, doch, das geht. Dauert nur ein bisschen. Okay, so. Gut, dann würde ich sagen, während die Kartoffel brät und jetzt fertig ist, beende ich das Video für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!